Da wir gerade schon im Weltraum waren, fahren wir jetzt weiter im Thema. Und zwar kennt vielleicht der eine oder andere den Film oder die Filme Planet der Affen, wo es um einen Planeten geht, wo sich Affen entwickelt haben. Die Bilder hier stammen jetzt nicht aus dem Film. Und diese Affen beherrschen nun die Menschen und sperren sie in Käfige. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind Menschenaffen auch einfach nur behaarte Menschen? Da gab es jetzt aktuell im Februar eine Meldung dazu. In Basel könnten Affen bald Grundrechte erhalten, so titelte spektrum.de. Seit vielen Jahren fordern Philosophen eigene Rechte für Tiere. Nun findet dazu zum ersten Mal eine Volksabstimmung statt. Sind Menschenaffen auch nur behaarte Menschen? Oder gibt es verhaltensbiologische Indizien auf eine Einzigartigkeit des Menschen? Ich werde mich meinem Vortrag großteils an meinem Paper orientieren, was man hier unten sehen kann. Affe gleich Mensch von 2018. Fangen wir an zu klären, was Menschenaffen eigentlich sind. Da gibt es die kleinen Menschenaffen, das sind ungefähr 20 Gibbonarten. Dann die großen Menschenaffen mit den drei Orang-Utan-Arten in Südostasien. Hier sehen wir ein Männchen. Dann zwei Gorilla-Arten, östlicher und westlicher Gorilla, hier ein Weibchen, ein Junges. Und den gemeinen Schimpansen, den man allgemein als Schimpanse kennt. Und dann noch den Zwergschimpansen oder Bonobo. Allerdings wird in der Systematik auch der Mensch als Menschenaffe eingeordnet, und zwar gemeinsam in eine Gruppe mit Schimpanse, Zwergschimpanse und Mensch. Das, was wir heute klären wollen, ist aber die Frage, ob der Mensch wirklich einfach nur als Menschenaffe aus verhaltensbiologischer Sicht betrachtet werden kann. Dazu möchte ich einen Vergleich durchführen, und zwar wollen wir Menschenaffe und Mensch miteinander vergleichen hinsichtlich Kriterien, nämlich Intelligenz, Kooperation, Sprache, Werkzeuggebrauch und Kultur sowie Moral, Geduld und Religion. Erstens Intelligenz zwischen Menschenaffe und Mensch. Dazu wurde vom Max-Planck-Institut Leipzig von 2003 bis 2007 eine Studie durchgeführt, die Intelligenzvergleichstests bei Kleinkindern mit Schimpansen und auch Orang-Utans gemacht hat. Blau sind die Menschen, Kleinkinder, 2,5 Jahre ungefähr. Dann hier braun die Schimpansen und in Orange natürlich die Orang-Utans. Es gibt so gut wie keine Überlappung, und das bedeutet, dass Menschenkinder mit 2,5 Jahren deutlich sozial intelligenter sind als Menschenaffen. Also, Menschenaffen sind auf dem Stand von 2,5-jährigen Kleinkindern. Bei den allgemeinen kognitiven Fähigkeiten der Orang-Utan liegt darunter. Der Mensch entwickelt also erst nach ungefähr 2,5 Jahren seine logisch-mathematische Intelligenz, und zwar auf einem so hohen Niveau, dass das kein Menschenaffe natürlich erreichen kann. Und hätte man hier Schulkinder verglichen mit Schimpansen oder Orang-Utans, dann hätten die total verloren. Die soziale Intelligenz oder auch Theory of Mind, also die Theorie der Gedankenwelt meines Gegenübers, wie sieht das da aus? Also Menschenaffen haben die möglicherweise implizit, sie können das unterbewusst wahrnehmen, was andere so vielleicht denken, aber sie können es nicht aktiv in Handlungen umsetzen, schon gar nicht für den anderen. Während bei Menschen schon bei 9 bis 12 Monaten diese Kompetenz, die Theory of Mind, höher entwickelt ist als bei Schimpansen, und das ist dann explizit in Handlungen umsetzbar für oder gegen den anderen. Wie sieht es aus mit dem Verständnis menschlicher Gesten und Emotionen? Für uns ganz einfach, auch bei Kleinkindern sehr stark ausgeprägt. Bei Schimpansen ist es nicht stark ausgeprägt, und selbst Hunde verstehen menschliche Gesten und Mimiken besser als Schimpansen, obwohl Hunde natürlich viele Millionen Jahre Evolutionsgeschichte, so mindestens 80 Millionen Jahre Evolutionsgeschichte angeblich von uns entfernt sein sollen. Im Gegensatz zu Schimpansen, wo es 5 bis 7 Millionen Jahre Unterschied sein soll. Kommen wir zweitens zum Thema Kooperation. Die Kooperation bei Menschenaffen ist ganz stark geschlechtsabhängig. Zum Beispiel kooperieren weibliche Bonobos, aber männliche gemeine Schimpansen, und die anderen interagieren wenig miteinander und kooperieren auch wenig. Bei Menschen ist das zwischen allen Geschlechtern möglich. Also bei Menschenaffen ganz stark vorprogrammiert, wie er mit seinem Gegenüber umgeht, das hängt ganz stark ab von dessen Geschlecht und Gruppenzugehörigkeit. Wie sieht das aus mit Konkurrenz? Also natürlich, Mama Orang-Utan teilt mit ihrem Baby, aber da hört es auch schon relativ
auf mit dem freiwilligen Teilen, denn es ist eine ganz stark konkurrenzorientierte Zusammenarbeit bei Menschenaffen, Schimpansen und so weiter zu beobachten. Die wollen also zusammenarbeiten, damit sie selber viel abbekommen. Bei Menschen ist auch eine Kooperation möglich, also das Helfen von anderen, auch mit vielen fremden Personen, nicht nur der eigenen Gruppe, ohne dass man eine Belohnung bekommt. Altruismus bedeutet also, dass man selbstlos jemand anderem hilft. Das haben wir gerade schon ein bisschen angeschnitten. Bei Menschenaffen kann man das vor allem bei Verwandten nur beobachten. Das nennt sich Verwandtenselektion, dass also eine Gruppe gemeinsam evolviert und selektiert ausgelesen wird. Dadurch, dass sie sich gegenseitig helfen, haben sie alle einen Vorteil als Gruppe. Sie machen das nur, wenn es ihnen niedrige Kosten mit sich bringt. Das bedeutet, wenn sie kein hohes Risiko fahren durch die Hilfe, wenn sie auch nicht so viel abgeben müssen. Also es ist überhaupt äußerst selten beobachtet bei Menschenaffen, da gibt es nur wenig beobachtete Fälle. Währenddessen bei Menschen das ganz häufig ist und auch bei Kleinkindern, die Wissenschaftler schlussfolgern dann, dass Altruismus, die freiwillige Hilfe anderen gegenüber bei Menschen angeboren ist. Wie sieht das aus mit der Art und der Geschwindigkeit beim Helfen? Die Menschenaffen, die helfen nur langsam, die sind ein bisschen schwer vom Begriff, weil sie einfach nicht so drauf gepolt sind, anderen zu helfen. Man muss ihnen häufig sagen, sie auffordern, was sie tun sollen, indem man drauf zeigt, hier, du machst jetzt bitte dieses oder jenes. Ich brauche das da, bitte gib mir das. Bei Kleinkindern wurde herausgefunden, dass das ganz schnell und auch ohne Aufforderung funktioniert, dass sie schon verstehen, ah, dem ist ein Ball runtergefallen, der hat aber gerade was in der Hand, ich könnte ihm das aufheben. Und während Affen nur bei wenigen verschiedenen Aufgaben überhaupt verstehen, dass da jemand Hilfe braucht und bereit sind zu helfen, können Kinder das bei ganz vielen verschiedenen Sachen. Wie sieht das aus bei der Kooperation mit Fremden? Bei Menschenaffen ist das selten, meistens mit Aggression gekoppelt, hängt aber von der Art ab. Bei gemeinen Schimpansen führen die Männchen richtige Vernichtungskriege gegen andere Gruppen und beißen die zum Teil auch tot. Wie ist das Ausmaß der Kooperation? Menschenaffen sind gering arbeitsteilig, also wenn sie zum Beispiel auf die Jagd nach anderen Affen gehen, die Männchen wollen Fleisch machen, dann gibt es Treiber und Jäger, die einen treiben den anderen zu und die jagen, aber jeder möchte möglichst viel gewinnen und es gibt keine hierarchische Planung, dass jemand von oben herauf drauf guckt und sagt, du gehst hier und du gehst dorthin. Beim Menschen ist das wieder ganz anders, das sehen wir mal hier abgebildet. Menschen können äußerst komplex in einer starken Hierarchie arbeiten, unendlich viele Ebenen in der Firma und der Politik übereinander. Und man kann planen, sagen, du bist dafür verantwortlich, du bist dafür verantwortlich. Dazu muss man die Leute nicht kennen, das geht auch außerhalb von einer kleinen Familiengruppe wie bei den Menschenaffen, sondern Menschen können weltweit sich vernetzen und zusammenarbeiten. Stichwort Wissenschaft übers Internet. Wie unterscheiden sich nun Menschenaffe und Mensch in der Sprache? Man hat Tests gemacht, Wörter verschiedenen Affen und Hunden und anderen Tieren beizubringen. Das ist ja relativ bekannt, dass man Hunden Befehle zurufen kann, zum Beispiel wie Sitz oder Platz. Aber man hat auch dann angefangen, hier mit solchen Symboltafeln Schimpansen und anderen Menschenaffen Symbolsprache beizubringen oder Zeichensprache mit den Händen. Der Bonobo Kanzi ist meiner Meinung nach der schlauste Affe, den es bisher jemals gab, hier mit 37 Jahren. Ja, zu dem Zeitpunkt 2018. Er konnte 500 Symbole selber verwenden, indem er da so drauf getippt hat. Kann man natürlich auch an einem Screen, Touchscreen, Computer machen. Und angeblich konnte er 3000 gesprochene Wörter verstehen oder erkennen. Das ist aber nicht so ganz klar nachgewiesen. Dann gibt es aber auch den Border Collie Chaser, der 3 Jahre alt war, leider mittlerweile verstorben und der 1022 gesprochene Wörter erkennen konnte und circa 100 Gesten, Bewegungen zuordnen konnte. Also kannte ungefähr 1000 Objekte und Befehle. Der durchschnittliche Hund bei dir zu Hause, bei Ihnen zu Hause, der versteht zwischen 15 und ungefähr 215 Wörter, je nachdem, was für eine Rasse und wie schlau und wie gut trainiert. Aber im Schnitt, der mittlere Wert ist so ungefähr 80 Wörter versteht ein nicht besonders trainierter Hund, den wir so haben können. Wie sieht das aus beim Menschen? Der Mensch kann viele tausend bis zehntausende Vokabeln beherrschen. Wie sieht das aus mit der Satzlänge? Menschenaffen können ungefähr 3 Vokabeln zusammen kombinieren, wie zum Beispiel gib mir Orange
oder ähnliches. Der Mensch hat da sehr unbegrenzte Möglichkeiten zur Satzbildung, wie man im Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 3 bis 14 sehen kann. Keine Angst, ich lese das jetzt nicht vor, aber das ist so ein typischer Paulus-Satz ohne Punkt und Komma. Man hat ja damals wirklich ohne Punkt und Komma noch geschrieben im Altgriechischen. Wie ist mit Grammatik und Wortreihenfolge? Menschenaffen beherrschen keine Grammatik. Das ist ganz wichtig. Sie verstehen nicht, welche Reihenfolge ein Vokabel im Satz haben muss und verschiedene Fälle oder sowas. Davon haben sie einfach keine Ahnung. Aber bereits Kleinkinder können das erlernen. Und bei antiken Völkern oder Naturvölkern, wie zum Beispiel Indianern oder eben die antiken Völker, die Babylonier und ihre Vorfahren dort, oder die Ägypter und so weiter, da wissen wir, dass die äußerst komplexe grammatische Regeln besaßen, um Verben zu bilden. Da hat Roger Libby 2003 ein Buch dazu geschrieben, wo er das genau erklärt. Seht ihr nachher auch mit in meinen Quellen. Können Affen neue Begriffe zusammensetzen? Ja, Kenzie hat zum Beispiel eine rote Tasse benannt, mit, ich nehme an, Rot und Tasse, also zwei zusammengesetzte Symbole. Das ist manchmal bekannt und wenn, dann sind es nur zwei Begriffe. Bei Menschen ist das ganz typisch und häufig und auch Kleinkinder können selbst Worte zusammensetzen oder könnten sich auch neue Worte ausdenken. Wir machen mal ein Beispiel. Vielleicht können Sie ja erraten, was dieses zusammengesetzte Wort hier bedeuten soll. Und sind Sie drauf gekommen? Das ist das Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungs-Aufgabenübertragungsgesetz, das längste Gesetz in deutscher Sprache, das dann 2013 doch umbenannt wurde. Ich nehme an, es war etwas sperrig, aber gerade in der Politik sehen wir, zu welchen Wortkonstruktionen Menschen intellektuell in der Lage sind. Ob das dann sinnvoll ist, das sei mal dahingestellt. Wie sieht das aus mit Begriffskategorien? Ich möchte das erstmal im Beispiel hier unten erläutern. Wir sehen dort ein roten Golfball. Man könnte den jetzt in verschiedenen Kategorien einem Hund oder einem Affen beibringen, nämlich die Überkategorie Spielzeug, wie auch alles andere, was er hat. Dann vielleicht Ball, weil er einen großen grünen Stoffball und einen kleinen roten Golfball hat. Und dann eben roter Ball oder Golfball als untere Ebene, untere Kategorie. Bei Kenzie, dem Bonobo, kann man mehrere Ebenen beibringen. Auch der Border Collie Chaser kann bis zu drei Ebenen, eben wie hier in diesem Beispiel, lernen. Bei Kleinkindern ist dieses Bilden von Kategorien prinzipiell vorhanden und zwar in fast beliebig vielen Ebenen. Also wir können über Spielzeug viele Ebenen einfügen an verschiedenen Objekten, die dort mit reingehören. Wir können auch jetzt diesen roten Ball noch als Golfball kategorisieren, wir können seine Größe kategorisieren und so weiter. Wie sieht das mit Gesprächen aus? Und zwar in dem Sinne, dass man sich abwechselt mit dem Reden. Das ist eigentlich nicht wirklich bei Menschenaffen bisher beobachtet worden. Vielleicht können Sie das ein bisschen, vielleicht ist es auch gar nicht vorhanden. Währenddessen bei Menschen, das bereits im Kleinkindalter auftritt, dass die miteinander und auch besonders gut natürlich mit Erwachsenen, weil sie das oft mehr geübt sind, reden und sprechen können. Worüber spricht man eigentlich oder worüber sprechen Menschenaffen? Die Wissenschaftler sagen, dass Menschenaffen gar keine Gedankenwelt haben, über die sie kommunizieren wollen oder können. Was bedeutet, selbst wenn sie sprechen könnten und ihr Kehlkopf wie unsere funktionieren würde, wäre es wahrscheinlich langweilig, weil sie fast nie etwas sagen würden, weil sie einfach nicht über Zukünftiges und Abstraktes nachdenken. Im Gegensatz zu Kleinkindern, mit denen man schon fiktive Rollenspiele machen kann, die sich Fantasiewelten vorstellen können, die sich vorstellen können, sie könnten zum Beispiel fliegen. Wie sieht das aus mit der Fähigkeit zu zeigen? Menschenaffen können auf Dinge zeigen, die da sind, die sie haben wollen. Das können auch Raben, die müssen dann halt den Schnabel oder vielleicht den Fuß nehmen. Also das können auch andere Tiere, ist jetzt nichts Besonderes im Tierreich unbedingt. Der Mensch kann aber auch auf abwesende Dinge zeigen, um zu zeigen, da müsste eigentlich was sein. Wie zum Beispiel hier auf dem Teller ist kein Essen drauf. Und das Lustige ist, ich habe das genau in dem Zeitraum bei meiner einjährigen Tochter beobachtet. Die war ein paar Tage nach ihrem ersten Geburtstag am Tisch und ihr Teller war leer. Und sie hatte Hunger, also zeigte sie auf den Teller, um damit auszudrücken, hier soll bitte etwas sein, hier gehört eigentlich Essen hin, ich habe Hunger. Und dass man auf
abstrakte Dinge verweisen und darüber kommunizieren kann, die gar nicht da sind, das ist etwas Besonderes bei Menschen, vor allen Dingen in dieser Qualität so früh in der Individualentwicklung von Kleinkindern. Wie sieht das aus mit Werkzeug, Gebrauch und Kultur? Die Anzahl von Werkzeugen, also bei Menschenaffen, je nachdem so 30 bis 100 verschiedene Werkzeugarten werden dort benutzt, je nach Angabe der Wissenschaftler. Das sind jetzt natürlich nicht Schraubenzieher und Hammer und Bohrmaschine und Computertomographiegerät, sondern das sind einfach Steine verschiedener Größen oder Stöcke, Naturmaterialien, die wenig Bearbeitung benötigen. Es gibt auch viele andere Tiere, die Werkzeuge fertigen können. Otter, die Muscheln mit Steinen knacken, oder Vögel, die sich Spieße bauen, sogar in mehrstufigen Prozessen die Spieße zurecht mit dem Schnabel machen, um damit jagen zu können und unten einen Haken zu haben, um Maden aus Holzlöchern, aus Baumlöchern zu ziehen. Der Mensch hingegen kann viele tausend Werkzeuge herstellen, die immer komplizierter werden. Das sehen wir auch hier im Bild. Natürlich könnte ein Gorilla einen Selfie-Stick bedienen, wenn man es ihm beibringt. Es gibt auch ein Video bei YouTube, wo ein Affe ein Maschinengewehr bedient, nachdem er sich es abgeguckt hat von den Menschen, die ihn dort gefangen gehalten haben. Aber bauen könnte ein Affe sowas nicht und hat auch nicht das Fingerspitzengefühl, um da jetzt ganz fein irgendwelche Sachen auf so einem Smartphone zu tippen. Wie sieht das mit dem Nachahmen aus, was ja wichtig ist, um Werkzeuge zu benutzen? Und hier ist etwas ganz spannend, was in der Forschung jahrelang unterschätzt worden ist. Menschenaffen ahmen die Verwendung eines Werkzeuges prinzipiell nach, wohl aber nicht die genaue Nutzung, wie ich das ganz exakt im Detail mache. Also sie sehen, Mama haut mit dem Stein und nehmen Stein und machen das nach. Aber sie gucken nicht unbedingt, wie groß ist der Stein oder wie genau in welchem Winkel haut Mama, um eine Nuss zu knacken. Währenddessen beim Menschen auch die Art und Weise der Werkzeugnutzung nachgeahmt werden kann, wenn das Kind denn dazu Lust hat. Und die Kleinkinder ahmen Eltern ständig nach. Also Menschen sind so wandelnde Nachahmungsmaschinen, so wie der Junge, vielleicht ist sein Papa Feuerwehrmann, da muss er natürlich auch so rumlaufen. Von mir gibt es ein Foto, wo ich so als Lehrer verkleidet neben meinem Opa stehe, der auch Lehrer war. Ja, Menschen sind sozusagen Nachahmungsspezialisten. Wie sieht das jetzt mit der Herstellung von Werkzeugen aus, dass ich nicht einfach einen Stein nehme, wie dieser Javaner-Affe beim Muschelknacken, der am Strand hatte, einfach irgendeinen Stein gefunden, sondern dass ich Steinwerkzeuge herstelle. Es gibt wenig Fälle, wo aus Holz oder so Werkzeuge hergestellt werden, aber aus Stein, Steinwerkzeuge mit Schneidekanten herstellen, das hat man in der Natur noch nie beobachtet. Es gibt eine Handvoll Affen, denen hat man das ganz mühsam im Zoo beigebracht. Es gibt aber wilde Kapuzineraffen, die Steinwerkzeuge klopfen und dann dran lecken, sie aber nicht zum Schneiden benutzen. Und diese Steinwerkzeuge sehen menschenähnlicher aus als das, was so ein trainierter Schimpanse im Zoo oder im Labor herstellen kann. Das sind keine ordentlichen menschlichen Schneidewerkzeuge, aber erstaunlich, dass Kapuzineraffen, die ungefähr 50 Millionen Jahren von uns entfernt sind, also 10-mal so weit wie Schimpansen nach Evolutionsgeschichte, dort fähiger sind als Schimpansen und selbst als trainierte Schimpansen. Im Zoo hat man versucht, dass sie das selber irgendwie machen, Steinwerkzeuge herzustellen. Es ist gescheitert, sie haben es einfach nicht geschafft, die Schimpansen. Können Affen sich spezialisieren, dass sie Werkzeuge für verschiedene Tätigkeiten genau maßgeschneidert anfertigen? Das ist sehr, sehr selten. Und Stein- oder Holzmaterial können sie schon unterscheiden, was nehme ich davon, aber sonst jetzt zwischen Stöcken oder so zu unterscheiden, zwischen Steinen zu unterscheiden, die werden einfach genommen, wie sie gefunden werden, aber sie werden jetzt nicht zu speziellen Zwecken von Affen in der Natur dann hergestellt. Bei Menschen kommt das ständig vor, ist wie gesagt fossil bekannt schon seit langem, und der Homo erectus hat also auch schon zwei verschiedene Steinwerkzeugkulturen verwendet. Sehen wir jetzt nochmal hier im Bild. Können Affen gezielt Werkzeuge verbessern? Ich meine jetzt nicht einfach nur ein Pflaster auf eine Bohrmaschine kleben, wo ein Riss drin ist, sondern wirklich, sagen wir mal, einen stumpfen Stein scharf machen, dass der damit wieder schneidet. Nein, das können sie überhaupt nicht. Sie verbessern Steinwerkzeuge nicht. Und wenn du ihnen das, sagen wir mal, einen schönen Stein wegnimmst, den so kaputt haust, dass die Schneide stumpf ist und gibst ihn zurück, dann machen sie damit einfach weiter. Also, sie nutzen
Werkzeuge, die da sind, machen sie aber nicht besser. Und diese Schlagsteine, wie gesagt, die werden ohne konkretes Ziel genommen und draufgehauen, zum Beispiel auf eine Nuss, aber die werden nicht extra vorher für diesen Zweck bearbeitet. Gibt es kumulative Kultur bei Menschenaffen? Was ist kumulative Kultur? Kumulativ bedeutet, dass es über Generationen hinweg Fortschritte gibt, weil das Wissen immer weitergegeben wird. Das haben Menschenaffen unseres Wissens nach nicht. Wir haben auch ältere Steinwerkzeugfunde von mehreren tausend Jahren bei Affen, die sie nehmen zum Beispiel zum Muschelklopfen oder so, zum Sachen aufklopfen, und die sehen einfach gleich aus bei den Schimpansen, da ändert sich nichts. Währenddessen bei Menschen über viele Generationen Wissen weitergegeben und immer mehr perfektioniert wird. Kommen wir zu der Frage, ob Menschenaffen eine Moral besitzen. Der Gerechtigkeitssinn ist bei Kleinkindern stark ausgeprägt. Die finden vieles ungerecht und die Wissenschaftler bezeichnen es so, dass sie geflissentlich, also regelmäßig und gerne auch miteinander teilen. Auf dem Foto hier sieht es allerdings gerade nicht ganz so aus. Bei Schimpansen ist das so, sie kooperieren und arbeiten nur dann zusammen, wenn sie maximalen eigenen Gewinn dabei herausholen können. Zumindest in der Regel. Ausnahmen gibt es da natürlich schon. Wie sieht das aus mit Geschlechtlichkeit? Das ist sehr abhängig von der Art der Affen. Bei Schimpansen ist es so, die Männchen haben Harems. Bei den Zwergschimpansen, Bonobos, ist das unabhängig. Die paaren sich einfach mit jedem, egal wie alt, welches Geschlecht und woher der kommt. Also die paaren sich den ganzen Tag. Bei Menschen hingegen ist es zumindest möglich, lebenslänglich Monogamie einzugehen, also eine Ehe fürs Leben mit einem Partner zu führen, basierend auf Liebe und Vertrauen. Das ist bei Menschenaffen nicht der Fall. Wie sieht das aus mit Verantwortung und Moral? Gibt es sowas bei Menschenaffen? Bisher völlig unklar. Gibt es jetzt keine deutlichen Indizien, die in diese Richtung weisen würden. Beim Mensch ist es so, der Mensch trägt Verantwortung für sein Handeln. Das ist auch rechtlich ganz eindeutig. Menschen besitzen komplexe Gerechtigkeitsvorstellungen von Gut und Böse. Menschen sanktionieren auch andere, wenn sie sich fehlverhalten. Das kann man gerade in sozialen Medien sehen. Wenn jemand irgendwas sagt, was die anderen nicht politisch korrekt finden, dann gibt es eben einen Shitstorm oder ähnliches. Menschen haben Verantwortung und Moral, Menschenaffen, nach dem, was wir empirisch sehen, nicht. Es kann auch sein, dass Menschen eben uneigennützig trotz Gefahr helfen. Diesen Punkt hatten wir schon mal, den möchte ich aber jetzt nochmal betonen beim Thema Moral, weil der Mensch bereit ist, Dinge zu investieren, dafür das Richtige zu tun, auch wenn er vielleicht dabei sein Leben riskiert. Wie hier auf dem Bild, da sehen wir einen Entwicklungshelfer in einem armen Land. Vielleicht herrscht in diesem Land sogar Krieg. Oder es ist eine Diktatur und er geht trotzdem dorthin, um zu helfen. So gab es in den letzten Jahren immer mal wieder Entwicklungshelfer, die zum Beispiel vom IS in Syrien, Irak getötet oder entführt worden sind. Wir kommen jetzt zum Thema Geduld und Religion. Und zwar hat man getestet, wie das bei Menschen und bei Schimpansen ist, wenn man ihnen jetzt eine kleine Süßigkeit anbietet oder wenn sie ein paar Sekunden oder Minuten warten müssen, um dann eine große Süßigkeit zu bekommen. Und es war interessanterweise so, Schimpansen konnten 1 bis 2 Minuten warten und waren damit den Menschen überlegen. Allerdings hat man da Menschen aus der westlichen Kultur getestet, die ja sowieso übersättigt sind und nicht an Hunger sterben und die auch mit einer kleinen Süßigkeit leben können. Es ging ja also nicht um Leben und Tod, das kann man ja im Experiment nicht nachmachen. Wie sieht das aus mit Geld? Man hat das mit Schimpansen meines Wissens nach noch nicht getestet, aber mit Kapuzineraffen, die man hier unten im Bild sehen kann, denen kann man Geld beibringen, richtig Münzen, die die dann eintauschen gegen verschiedene Nahrungsmittel. Und da zeigt sich, dass ihr Konsumverhalten sehr menschenähnlich ist. Sie ersetzen also Güter durch andere Güter, wenn sich die Preise ändern. Und es wurde sogar Prostitution beobachtet, also Geld gegen Geschlechtsverkehr bei Kapuzineraffen. Das ist also erstaunlich, dass Menschen dort so ähnlich im Verhalten sind wie Affen, und zwar auch Affen, die uns evolutionär sehr weit entfernt sind, wie Kapuzineraffen. Aber wenn man andere Punkte anschaut, wie zum Beispiel die Rentenversicherung, wo man Jahrzehnte einzahlt, dass man dann irgendwann mal davon leben kann und Geld bekommt, hoffentlich, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Also ich würde sagen, Menschenaffen können in Minuten, Stunden, vielleicht auch einem Tagesbereich planen, währenddessen Menschen das über Jahre, Jahrzehnte können. Kommen wir zur Religion, die ja auch etwas mit Warten, Geduld, Abstraktion zu tun hat. Religion ist schlichtweg bei Tieren und auch bei
Affen unbekannt. Es gibt da Spekulationen, dass die Regentänze durchführen, das halte ich allerdings für überhaupt nicht belegt. Oder ob sie vielleicht um Artgenossen trauern, wie bei Schimpansen, aber ob das menschliche Trauer ist und sie sich dann vorstellen, dass da eine Seele weiter existieren könnte nach dem Tod, das sind pure Spekulationen. Also Religion ist wissenschaftlich nicht bei Tieren nachgewiesen. Aber Menschen können das, Menschen können ihr Leben lang ein gewisses Verhalten ausüben, weil sie daran glauben, dass es in der Ewigkeit eine Belohnung dafür gibt. Sie können sich einen abstrakten Schöpfer vorstellen und sie können auch sich vorstellen, dass es ein Konzept von Erlösung gibt, von Schuld, die bezahlt werden muss. Im christlichen Glauben eben die Erlösung durch Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Was also denkt so ein Affe über Religion? Kann er sich fragen, ob es einen Gott gibt oder nicht? Nach dem, was wir wissen, kann er das nicht. Das liegt außerhalb seiner kognitiven Fähigkeiten. Religion ist ein einzigartiges menschliches Merkmal. Hier sehen wir das nochmal, das Thema Erlösung. Jesus Christus trägt unsere Schuld, wird ans Kreuz geschlagen und dadurch ist für uns Ewigkeit, ein Leben im Himmel möglich. Und in diesem Wissen können wir unser jetziges Leben ausrichten an einer religiösen Vorstellung, was ein Schimpanse nicht kann. Und natürlich sind Christen überzeugt, dass es nicht nur eine Vorstellung, ein Wunsch, sondern eine Realität ist. Kommen wir nochmal zu unserer Eingangsfrage. Gibt es also verhaltensbiologische Indizien auf bzw. für eine Einzigartigkeit des Menschen oder sind Menschen und Menschenaffen doch systematisch lediglich einer Gruppe zuzuordnen? Der Mensch ist dem Schimpansen quantitativ und qualitativ meilenweit überlegen in Kriterien wie Intelligenz, Kooperation, Zusammenarbeit, Sprache, Werkzeuggebrauch und Kultur über Generationen hinweg, Moral und Geduld und Religion. Wenn der Mensch also einzigartig ist in so vielerlei verhaltensbiologischer Hinsicht, stellt sich die Frage, woher kommt das? Und dafür gibt es im Grunde, ganz grob vereinfacht gesagt, zwei Alternativen, die das erklären könnten. Erstens Schöpfung. Das bedeutet, der Mensch ist von einem Gott wundervoll und einzigartig unter allen Lebewesen erschaffen worden. Oder zweitens Evolution. Zufällige Ereignisse haben den Menschen ungewollt, unbeabsichtigt hervorgebracht und zwar entsprechend der Naturgesetze aus affenähnlichen Vorfahren über die letzten 5 bis 7 Millionen Jahre. Schauen wir uns das an, ob das Evolutionsmodell tragfähig ist. Und zwar bestehen die heutigen Evolutionsmodelle des Menschen, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, auf mehreren Säulen, von denen wir uns exemplarisch jetzt mal 3 herausgreifen. Die erste Säule ist die sehr enge genetische Verwandtschaft von Menschen, Affen und Mensch. Die zweite Säule ist der Geschlechterunterschied, Sexualdimorphismus. Das heißt, das soll Triebfeder oder könnte Triebfeder der Evolution des Sozialverhaltens sein und dadurch bedingt haben, dass der Mensch sich so viel weiterentwickelt hat im Verhalten als der Menschenaffe. Und die dritte Säule ist die menschliche Fortbewegung, die man bei fossilen Affenmenschen, insbesondere eben den Australopithecus-Arten oder auch den Australopithecinen nachgewiesen haben will. Greifen wir uns diese 3 Säulen mal heraus und unterziehen sie einfach dem Faktencheck. Ich werde jetzt die Theorien anhand eines Lehrbuchs fürs Abitur vorstellen, eines sehr neuen, nämlich Biosphäre Gesamtband 2 von dem bekannten Verlag Cornelsen 2020 erschienen, weil dort wird auf Oberstufen-Abiturniveau so allgemein das Wissen dargestellt, wie man das auch in der Bevölkerung vielleicht antrifft, wenn man sich ein bisschen intensiver im Leistungskurs oder Grundkurs mit solchen Fragestellungen auseinandersetzt. Dort ist Folgendes zu dem Thema enge Verwandtschaft zu lesen, ist jetzt ein indirektes Zitat. Der Mensch ist eindeutig ein Primat und er gehört zur Familie der Menschenaffen und außerdem sei er der nächste engste Verwandte des Schimpansen und vom Schimpansen soll er sich vor 4,6 bis 6,2 Millionen radiometrische Jahre getrennt haben. Soweit die These. Dann wird angeführt, dass die genetische Abweichung zwischen Mensch und Schimpanse nur 1,23% beträgt. Das kennt man, findet man überall. Der 1-2% Unterschied zwischen Schimpanse und Mensch soll dafür sprechen, dass die beiden die engsten Verwandten in der Systematik sind, also zusammengehören. Jetzt ist aber die Frage, stimmt das, dass es überhaupt nur 1-2% Einzelbausteinunterschiede in der DNA im Erbgut sind, wie das immer behauptet wird?
Dazu gibt es von Wort und Wissen Flyer, die kann man sich runterladen. Und dort sind die wichtigsten Argumente zusammengefasst. Und hier wird Folgendes festgestellt, wenn man wirklich sich die Unterschiede anschaut, und zwar nicht nur die Mutationen der Einzelbuchstaben, die ungefähr bei 1,4 liegen, das stimmt also 1-2%, sondern eben auch die Einfügungen und die Löschungen, haben wir hier schon mal einen großen Unterschied. Und dann gibt es eben noch viele andere Unterschiede im Detail, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, weil es ja nicht um Genetik geht. Und das ist schon seit 2005 bekannt, wie man hier auch den Quellen entnehmen kann. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man also bei 8-16% DNA-Unterschieden zwischen Schimpanse und Mensch am Ende heraus. Also nein, das bedeutet, es sind nicht 1-2%, sondern 8-16%. Und es gibt natürlich noch andere Merkmale, aufgrund deren man früher diese Stammbäume oder Verwandtschaftsabbildungen erstellt hat. Wir sehen also mal hier Skelette von Gorilla, Schimpanse und Mensch. Also rein vom Körperbau und Verhalten her sind nämlich die afrikanischen Menschenaffen, Schimpanse und Gorilla untereinander viel, viel ähnlicher als zu Menschen. Das kann man auch hier an den Skeletten schon erahnen. Sodass man aus der anatomischen Perspektive vom Körperbau früher immer gesagt hat, Mensch und afrikanische Menschenaffen sind verschiedene Gruppen, gehören gar nicht so eng zusammen. Sie sind verschiedene Ordnungen. Als dann die Evolutionstheorie aufkam, sagte man später verschiedene Familien. Die Sichtweise, Mensch und Schimpanse seien nun näher miteinander verwandt, führt dann aber auch zu seltsamen Ansichten, denn dann muss man davon ausgehen, dass der Knöchelgang, den wir hier sehen können bei Schimpanse und Gorilla auf den Knöcheln, dieser Vierfüßlergang, dass der unabhängig, konvergent, mehrfach entstanden sein soll. Und dann kann man also von gemeinsamen Merkmalen gar nicht mehr auf eine gemeinsame Verwandtschaft schließen. Zusammengefasst, erstens, die genetische Ähnlichkeit Schimpanse, Gorilla und Mensch hat weiteren Forschungsbedarf, weil wir gar nicht genau im Detail wissen, wie groß ist der Unterschied zwischen Mensch und Gorilla. Wir wissen bei Schimpanse und Mensch, er ist viel größer als 1,3 oder auch meinetwegen 2%, sondern 8-16%. Und Körperbau und Verhalten sprechen ganz klar für die Einzigartigkeit des Menschen. Für den habe ich jetzt stellvertretend mal hier Darwin porträtiert. Also, sie sind nicht identisch, nicht so einfach zusammen zu gruppieren, wie das gerne gemacht wird. Also wir hatten gesehen, die drei Säulen des heutigen Evolutionsdenkens über die Evolution des Menschen und diese enge Verwandtschaft des Menschen kann nicht bestehen bleiben. Oder ist zumindest nicht gut empirisch über Daten begründet. Der zweite Punkt, die zweite Säule ist folgende Theorie: Der Sexualdimorphismus, der Geschlechterunterschied, soll zu einer Evolution des Sozialverhaltens geführt haben. Sexualdimorphismus sieht man hier, das ist also der Unterschied zwischen Mann und Frau, beziehungsweise zwischen Männchen und Weibchen bei Menschenaffen. Folgende These wieder aus diesem aktuellen Schulbuch: Es sei in der Evolution von Menschenaffen über die Australopithecinen, also Australopithecus velucii und Co., ein abnehmender Sexualdimorphismus, also Geschlechterunterschied, erkennbar, und zwar hinsichtlich Gewicht, Größe, Eckzahnlänge und so weiter, hin zu Homo erectus, also dem ersten frühen echten Menschen, und dann zu Homo sapiens, dem modernen Menschen. Das sei ein Beleg, diese abnehmenden Geschlechterunterschiede so in der evolutionären Entwicklung für eine abnehmende Konkurrenz der Männchen. Die Männchen hätten jetzt kooperiert und Allianzen gebildet und verstärkt zusammengearbeitet in der Entwicklung, und schließlich käme es zu einer Bindung der Männer an die Frauen, dass also die Männer müssen die Frauen dauerhaft versorgen, müssen also Partnerbindungen eingehen statt eines Harems, müssen gemeinsam die Jungen mit aufziehen. Und das führt wiederum dann zu flexiblen Sozialsystemen. Und so könnte man sich dann vorstellen, dass sich so also Stück für Stück deswegen dieses komplett komplexe Sozialverhalten des heutigen Menschen entwickelt haben soll. Schauen wir uns das mal anhand verschiedener Punkte an, die nämlich empirische Probleme für diese Theorie darstellen. Zuerst der Sexualdimorphismus des Schädels. Wir sehen den weiblichen Schimpansen und den männlichen Schimpansen, und tatsächlich, es gibt einen Unterschied in der Länge der Eckzähne. Die sind bei Männchen deutlich größer. Die Männchen sind bei dem gemeinen Schimpansen auch deutlich aggressiver, stärker und gehen auf die Jagd nach anderen Säugetieren und Affen, um Fleisch zu machen. Da macht es Sinn, dass die längere Eckzähne haben, um zu jagen. Wenn man sich aber jetzt die exakten Daten nach Schäfer und anderen 2005 anguckt, dann sieht man in einmal hinsichtlich des Geschlechtsunterschiedes in der Größe, hier abgebildet,
von den 5 Menschenaffenarten inklusive Mensch, die hier untersucht worden sind, und auch bei der Form, dass die Unterschiede gar nicht so aussehen, wie man das in dieser Theorie erwarten würde. Denn natürlich haben Gorillas und Orang-Utans einen großen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen hinsichtlich des Baus des Schädels, aber beim modernen Menschen und den gemeinen Schimpansen und Zwergschimpansen fällt Folgendes auf. Es ist nicht so angeordnet, dass der Mensch einen kleineren Geschlechterunterschied im Bau des Schädels hätte als der Zwergschimpanse oder der gemeine Schimpanse, sondern er liegt genau in der Mitte. Da aber der Mensch von Schimpanse und Zwergschimpanse bzw. deren Vorfahren abstammen soll, müsste der Wert von Menschen jetzt deutlich geringer sein, damit die Abnahme eines Geschlechterunterschiedes verantwortlich gemacht werden könnte für eine Änderung des Sozialverhaltens. Zweiter Punkt, der Geschlechterunterschied des Körpergewichts zwischen Mann und Frau bzw. zwischen Menschenaffen, Männchen und Weibchen. Da habe ich aus Ponzer und anderen 2012 und Lindenfors und Thulberg 1998 hier die Tabelle zusammengestellt. Wie ist der Geschlechtsunterschied zwischen Männchen und Weibchen? Diesen Wert hier können wir vernachlässigen, weil man hat dort nur ein jugendliches Männchen und ein erwachsenes Weibchen. Da wirkt das Männchen dann kleiner, also ein Wert unter 1. Normalerweise sollte der Wert über 1 sein, dass die Männchen größer sind. So würde man das zumindest erwarten. Auch bei Gibbons stimmt das allerdings nicht immer. Was fällt jetzt auf, wenn man also Schimpansen und auch die fossilen angeblichen Vorfahren des Menschen miteinander vergleicht beim Geschlechterunterschied? Es fällt zuerst auf, dass Mensch und gemeiner Schimpanse genau identisch sind. Es gibt also gar keinen abnehmenden Geschlechterunterschied. Und es kommt noch intensiver, denn Homo erectus ist sehr nah dran und Australopithecus africanus und afarensis sind sehr weit weg, haben einen großen Geschlechterunterschied. Und bei Homo habilis, der angeblich der direkte Vorfahr ist, in manchen Modellen zumindest von Homo erectus, liegt noch weiter weg und hat einen Geschlechterunterschied, der krasser ist als selbst bei dem Gorilla. Natürlich gibt es bei der Geschlechterbestimmung von Fossilien große Schwierigkeiten. Ist das nur ein großes Weibchen oder ist das schon ein Männchen? Wo kommt das her? Das möchte ich im Detail nicht ausführen. Und ein dritter Punkt, wie sieht das aus mit den sekundären Geschlechtsmerkmalen, also zum Beispiel Bartbehaarung, Breite der Hüfte und Brustumfang bei der Frau? Da wird gesagt von Dixon und anderen 2005, was die Entwicklung männlicher, sekundärer, sichtbarer Geschlechtsmerkmale anbelangt, ist das menschliche Männchen, also der Mann, also nicht einzigartig unter den Primaten mit monogamem Paarungssystem. Also das heißt einer festen Paarbindung, bei Menschen eben einer Ehe. Und das ist nichts Besonderes. Das gibt es prinzipiell auch bei anderen Primaten, also bei Menschen, Affen und anderen Affen. Und das wiederum bedeutet, es gibt gar keinen abnehmenden Geschlechterunterschied hinsichtlich der sekundären Geschlechtsmerkmale. Das heißt, die Theorie, der Sexualdimorphismus könnte zur Evolution des Sozialverhaltens geführt haben, basiert erstmal darauf, dass vom Menschenaffen, insbesondere Schimpansen, der Sexualdimorphismus zum Menschen abnimmt. Daraus wiederum leitet man ab, dass es eine Evolution der menschlichen Fortpflanzungssysteme gegeben habe, also feste Paarbindungen. Daraus leitet man wieder ab, das hätte das Gehirn und die menschliche Intelligenz beeinflusst. Und daraus leitet man wiederum ab, die menschliche Sozialstruktur mit den typischen Verhaltensweisen des Menschen sei dadurch evolutionär entstanden. Das Problem ist aber, wenn es gar keinen abnehmenden Geschlechterunterschied gab, fällt dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Und das ist prinzipiell das Problem bei vielen Theorien zur Verhaltensevolution des Menschen, basieren diese Gedanken auf Spekulationen und aufgrund des evolutionären Rahmens, den man wie ein Paradigma festgesetzt hat. Aber wenn man die Daten dann prüft, fallen diese Theorien einfach in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Kommen wir zur dritten Säule, und zwar mit folgender Abbildung. Ich möchte mal fragen, wer von Ihnen kennt dieses Skelett? Haben wahrscheinlich alle schon mal in irgendeinem Schulbuch gesehen. Eine andere Darstellungsweise, das ist Lucy, Australopithecus afarensis mit ungefähr 3,2 Millionen radiometrisch datierten Jahren. Wie gesagt, das reale Alter kann man da nicht daraus ableiten. Was ist die zugrunde liegende These? Die Hominiden, das ist der Überbegriff für alle Vorfahren des Menschen seit der Abspaltung des Schimpansen und seiner Vorfahren. Die Hominiden könne man durch den aufrechten Gang eindeutig von Menschenaffen abgrenzen, zum Beispiel bei Lucy, und könnte sie also dann in Richtung menschliche Vorfahren dadurch klar definieren.
obwohl sie allerdings weniger schnell waren als ihre Vorfahren. Der Vorteil sei gewesen, dass sie Energie gespart hätten, aufrecht statt vierbeinig zu gehen. Allein das finde ich schon kritisch, weil wenn man ineffizient aufrecht geht, nicht angepasst daran ist, dann braucht man natürlich trotzdem mehr Energie und dann ist man erstens langsamer und zweitens auch nicht wirklich energiesparender. Also die Zwischenformen sind energetisch schon schwer vorstellbar. Das nur am Rande bemerkt. Und zweite Randbemerkung, dieser Knochen stammt übrigens von einem Pavian, der zur Gattung der Geladas oder Blutbrustpaviane aus Äthiopien gehört. Wenn man jetzt rekonstruieren will aus diesem Skelett bzw. den Skelettfragmenten, die man gefunden hat, dieses Aussehen, was man muss man beachten. Erstens, man muss die Knochen korrekt zusammensetzen, die Fragmente, zum Beispiel bei dem Becken. Hier ist die Frage, wie man, in welchem Winkel man das zusammensetzt. Das ist nicht ganz klar. Man muss zweitens die fehlenden Knochenteile ergänzen, zum Beispiel anhand anderer Funde. Das ist zum Teil unsicher, weil man muss ja auch ganz sicher sein, dass die anderen Funde exakt der gleichen Art zugeordnet werden. Man muss drittens die Weichteile rekonstruieren, also die Sehnen und die Muskeln, die hier überall letztendlich den Unterschied zwischen Knochen und lebendem Gewebe machen. Wobei noch zu beachten ist, dass man aus den Knochenansatzpunkten gar nicht direkt auf die Muskelstärke schließen kann. Das hat Brand 2017 ausgearbeitet. Also das ist schon mal spekulativ, wo wie viele Muskeln und Sehnen anzutreffen waren, in welcher Dicke. Viertens, die Körperhaltung und Fortbewegungsweise muss rekonstruiert werden. Das soll ja hier sehr menschlich aussehen. Das ist aber hochgradig spekulativ. Und jetzt müssen noch die Frage gestellt werden, wie sieht die Oberfläche aus? Also behaart, wie sehen die Augen aus oder die Brüste? Und wir sehen hier wenig Behaarung, wir sehen hier weiß in den Augen, wir sehen hier relativ große Brüste, zumindest für Affen. Und das ist reine Fiktion, das ist einfach nur ausgedacht, dafür gibt es keine empirische Daten. Dass das am Ende so menschlich aussieht, ist also, wenn wir das hier zusammennehmen, insgesamt auf sehr, sehr vielen Spekulationen aufbauend und drückt mir den Wunsch aus, die Evolutionsgeschichte darzustellen als die tatsächliche Datenlage. Das Problem bei Körperbau und Verhalten ist, dass Merkmale, die man als Anpassung an den zweibeinigen Gang ansieht, dies nicht unbedingt sein müssen, denn es könnten auch alternative unbekannte Kletteranpassungen sein und das sagen folgende Autoren, die ich hier aufgelistet habe. Die kritisieren also, dass man einfach, wenn etwas menschenähnlich aussieht, automatisch sagt, es muss auch eine menschenähnliche Fortbewegung gewesen sein. Es kann sogar sein, dass das Konvergenzen sind, also unabhängige Entwicklungen im Laufe der Evolutionsgeschichte, Parallelentwicklungen. Und drittens, wenn solche Merkmale konvergente, unabhängige Entwicklungen darstellen, dann kann man auch überhaupt nicht sagen, ob Ähnlichkeiten generell ein evolutionäres Verwandtschaftsargument sind. Denn Darwin sagt, wenn etwas ähnlich gebaut ist, spricht es für eine gemeinsame Abstammung. Dementsprechend habe ich die gemeinsame Abstammung belegt. Wenn aber es ähnlich aussieht und unabhängig entwickelt ist, habe ich damit keine gemeinsame Abstammung nachweisen können und stelle damit überhaupt dieses Ähnlichkeitsargument von Darwin in Frage. Das bedeutet, wir können nicht nachweisen, dass es wirklich eine menschliche Fortbewegung bei fossilen Affenmenschen und Australopithecinen gab. Es wird einfach behauptet. Gibt es eine tragfähige Alternative für die Herkunft des Menschen hinsichtlich seines Verhaltens und auch seines Fortbewegungsverhaltens? Ja, das hatten wir schon angesprochen. Schöpfung, der Mensch ist von einem Gott wundervoll und einzigartig unter allen Lebewesen erschaffen. So steht es auch im Schöpfungsbericht in Genesis 1, 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Also Gott macht die Tiere unabhängig vom Menschen. Und auf der anderen Seite, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild oder Ebenbild, das uns gleich sei. Und dann heißt es später, und Gott, der Herr, machte den Menschen aus dem Staub und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Der Begriff Art, biblische Art, könnte man besser wissenschaftlich beschreiben als erschaffene Grundtypen. Denn wir haben heute einen Artbegriff, der in der Biologie definiert wird und der etwas anderes meint. Grundtypen bedeutet, Gott schafft ursprünglich eine Art, die die Fähigkeit hat, sich im Rahmen der Mikroevolution an die Umwelt anzupassen, aber nicht sich weiterzuentwickeln im Sinne von Makroevolution, um neue Strukturen zu entwickeln. Hier haben wir verschiedene Fossilien
Australopithecus-Arten. Kenyanthropus, Paranthropus, das ist wieder eine robuste Form von Australopithecus-Arten. Und die sogenannten Homo-Arten, die aber wahrscheinlich auch Großaffen waren, wie Homo habilis, Homo rudolfensis und Homo naledi. Und hier haben wir Menschen, Homo erectus in verschiedenen Formen, auch hier zwei aus Georgien, dann den Heidelberger Mensch als Übergangsform von Homo erectus zu Neandertaler, was er wahrscheinlich war, und dann eben auch der moderne Mensch und auch der Hobbit, der Zwergenmensch. Ist natürlich kein echter Hobbit, der heißt nur so, weil es ein kleiner Mensch ist. Also hier haben wir den Grundtyp oder die Grundtypen der Australomorphen, der ausgestorbenen Großaffen, und hier haben wir den Grundtyp der echten Menschen. Das sind also heute lebende Menschen und ausgestorbene Menschenformen, die nach Schöpfungsperspektive dann die gemeinsamen Nachfahren von Adam und Eva waren. Die kann man auch voneinander abgrenzen, denn der Grundtyp oder die Grundtypen der Australomorphen haben ein affenartiges Körperskelett, ein eigenartiges Fortbewegungsmix. Sie haben also geklettert, definitiv, und vielleicht auch vierfüßig sich fortbewegt, und auch kurzzeitig auf nichtmenschliche Art und Weise sind sie zweibeinig gegangen. Das ist durchaus möglich. Sie haben eine nichtmenschliche Schulter und konnten keine Distanzwaffen wie Speere verwenden. Sie hatten wahrscheinlich eine nichtmenschliche Ernährungsweise. Falls sie Werkzeugfähigkeiten hatten, was bisher nicht klar nachgewiesen ist, dann waren diese sehr eingeschränkt im Sinne von sehr einfachen Werkzeugen. Das Gehirn war im Verhältnis zur Körpergröße entweder schimpansenartig klein oder doch schon relativ groß, jetzt bei Homo habilis und Homo rudolfensis. Kommen wir zum Grundtyp der echten Menschen. Die lassen sich auch als gemeinsame menschliche Gruppe definieren durch den ausdauernden, schreitenden menschlichen Gang. Die hohe Intelligenz, die sich nachweisen lässt an fossilen Hinterlassenschaften wie Werkzeugen, Jagdstrategien, Distanzwaffen und Feuernutzung, das sind alles Dinge, die können wir schon bei Homo erectus nachweisen. Und auch das Gehirn ist im Verhältnis zur Körpergröße mittelgroß bis sehr groß, wobei mittlerweile auch eben kleine Funde mit kleinerem Gehirn vorhanden sind, sodass sich die Gehirnbereiche von Australopithecinen und Menschen durchaus überlappen. Aber andere Merkmale wie der Gang, die Waffennutzung, das Körperskelett lassen sich klar voneinander abgrenzen. Ich möchte also jetzt schließen. Gibt es verhaltensbiologische Indizien für eine Einzigartigkeit des Menschen? Ja, die gibt es. Erstens, der Mensch ist quantitativ und qualitativ einzigartig im Denken und Verhalten begabt. Zweitens, der Mensch ist genetisch weit entfernt vom Schimpansen, viel zu weit für abertausende notwendige Mutationen, die hätten stattfinden müssen in nur 5 bis 7 Millionen Jahren, was statistisch völlig unwahrscheinlich ist, wenn diese Mutationen miteinander gekoppelt nur funktionsfähige Strukturen ergeben. Drittens, die Modelle zur Evolution des Sozialverhaltens sind meistens spekulativ oder kaum begründet. Und viertens, anhand des menschlichen aufrechten, dauerhaften Ganges, der energieeffizient ist, lassen sich Menschen und Menschenaffen als geschaffene Grundtypen voneinander abgrenzen. Ich möchte zum Schluss noch auf hilfreiche Literatur hinweisen. Wortundwissen.de gibt es viele Publikationen. Ich empfehle für Kinder dieses Buch, Das Geheimnis der Urmenschen, für Mittelstufe oder Grundlagen, Schöpfung oder Evolution ein klarer Fall, für Oberstufe und Studium Evolution ein kritisches Lehrbuch und für akademisches Interesse hier Frühe Homininen von Michael Brandt als Literatur, wenn das weiter interessiert, oder eben auf YouTube den Kurzfilm Evolution vom Menschen, den es auch im Shop als DVD gibt, De facto heißt die Reihe. Das finden wir alles über Wort und Wissen, den Channel, oder der Vortrag Das Erbgut von Affe und Mensch von Peter Borger. Oder eine Dia-Serie mit kurzen Vortrag-Clips von mir, was unterscheidet Affen von Menschen. Hier sehen wir noch meine Literatur zu dem allgemeinen Teil und hier sehen wir nochmal die Literatur zu den verhaltensbiologischen Unterschieden. Möchte also noch schließen mit der Bemerkung, ob es noch Fragen gibt Ihrerseits.